Guten Tag und moin. Ja, hallo Leute, wir sind hier in einem sehr abstrakten Raum und ihr denkt euch jetzt, was? Er hat doch schon zwei Projekte, was ist das für ein Spiel? Nun, nennen wir es Lolf zockt bald oder Let's Play Ankündigung oder Gregor. Gregor ist ein sehr schöner Name. Und wir spielen, ich glaube, ich sag das erst, wenn man den Stil sieht. Also ich nenne den Namen erstmal nicht, außer irgendwas kommt dazwischen, wo auf einmal der Name steht. Aber ich weiß es nicht. Ist komplett blind und every journey is a series of choices. The first is to begin the journey. Okay, sehr cool. Ah, ist das so eine Art Achievement? Ah, sehr cool. Okay, all you need to know, ja. Shows, click here. Das ist sowas ähnliches wie die Karte und mir fällt gerade ein, wie behindert bin ich eigentlich? Ich habe gesagt, ich nenne euch den Namen nicht, aber er steht da im Titel. Also, Antichamber, das Spiel, das bin ich, das hierhin und weg. Jump. Okay. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich hier genau erklären soll. Schaut euch einfach mal, wow, das ist aber hübsch. Was? Ab, okay. Guckt euch einfach mal diesen Stil an. Boah, ist das nicht schön surreal? Also, ach, ich wollte noch ganz schnell erklären, wie ich das anhaben möchte. Ich wollte euch dieses Spiel jetzt vorstellen. Das wird jetzt Folge 0 oder vielleicht auch Folge 1. Wird aber direkt auf Eis gelegt. Ich mache es noch nicht weiter. Ich werde euch nur kurz zeigen, dass ich dieses Spiel bald machen werde. Und sobald ich Cave Story, oh, ist das schön, Cave Story oder No Time to Explain durch habe, wird dies direkt hier in die Kiste geschmissen und wird weiter gedaddelt. Und Jump, ey. Ey, oh, hat der mich jetzt ver... Was? Hä? Klick hier. How we perceive a problem can change every time we see it. Okay, Leute. Das ist so. Hä? Ah? Okay, ich verstehe das nicht. Ein Bär. A few steps backwards may keep you moving forwards. Ach so. Was? Hä? Okay, ihr merkt schon, das Spiel ist ziemlich eigenartig, aber irgendwie cool. Was ist das? A window of opportunity can lead to new places if you're willing to take a closer look. Ja, eigentlich. Was ist da vorne? Da ist die Waffe. Also, davon habe ich schon gehört. Da müssen wir rankommen. Die will ich. Wow. Mein Kopf. Was ist mit diesem Hintergrundgeräusch? Wird es immer dunkler? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Let's Mindfuck. Wir sind hier bei Mindfuck Gaming. Warum heißt eigentlich mein Kanal noch nicht so? Das würde so gut zu mir passen. Mindfuck Gaming. Weil ich meine, ich zock No Time to Explain und es ist Mindfuck. Ich zock das hier und das tut mir gerade übelsterweise in dem Kopf brummeln. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was. Wo geht's weiter? Nee. Von da kommen wir ja auch, oder? Von da kommen wir doch. Wow. Ah! Wenn man auf Escape drückt, kommt man automatisch hier wieder hin. Okay. Walk? Fragezeichen. Nein, dann springe ich. Du fährst. Nein! Ich hätte wirklich laufen müssen. Nö, das mache ich nochmal. Einfach drüber laufen. Ja! Ich habe dich getrollt. Okay, was ist mit dir? Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Okay. Was?
Okay. So. Nochmal. So. Hoch. Hoch. Einfach im richtigen Zeitpunkt springen. Ganz einfach. Einfach im richtigen Zeitpunkt springen. Ah! Was ist das? Oh. Oh. Ja, WTF, das sagst du schon richtig. Was? Okay. Okay. What appears impossible may have a very simple answer. Okay, mindfuck. How we perceive a problem can change every time we see it. Von da komme ich, glaube ich. Wow. Okay. Was? Live? Ich würde da jetzt live. Wenn ich drüber gehe, dann rollt es sich. Ah, dann roll mal Steinchen. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, was du hier erreichen wollen möchten tust. Aber roll mal dort drüber. Und interessant. Okay, Leute. Sagt mir mal, was ihr von diesem Spiel haltet. Findet ihr das geil? Sagt ihr, boah, mach das weiter, mach mehr dein Hirn Matsche, so Matsche, wie es nur matschiger nicht Matsche gehen kann? Oder sagt ihr, Matsch, nee, danke, dreckig. Das hat meine Mama früher auch immer gesagt, aber ich bin da geteilter Meinung. What? Oh, ist das hübsch. Oh, das sieht so schön aus. Oh, das ist so knuffig. Oh, das ist so cool. Oh, Mann. Oh, ich könnte wie so ein... Was wird hier die Dimensionalität gefuckt? Ich kann hier reingehen. WTF? Ah, oh, das ist so... Ich weiß nicht, aber erstmal mache ich das hier. Das will ich einmal so komplett durchkriegen. Dann gehe ich da in den Raum in einem Stein, in dem viel zu wenig Platz ist für diesen Raum. Aber das geht trotzdem. Frag nicht wie. Es geht einfach. Ich guck mir vorher nochmal all diese Steine an. Ich will mir das echt gemütlich angucken. Ich möchte da wirklich jetzt hier so eine richtig gemütliche kleine Runde machen mit ohne Erzähler, ja, weil wir ganz oft jetzt einen Erzähler hatten. Und hier labert mir wirklich kein Schwein rein. Hier kann ich labern, wie ich will, auch wenn es euch Gehirntumore verursachen wird. Ich bin fast am Ende. Was dann wohl passieren wird? Das sah vorher noch nicht so. Egal. Ich habe da irgendwie den Stein durchgebracht. Vielleicht macht das Sinn. Ja, Pfeile? Wow. Eine Krabbe. Ist das eine Krabbe? Ich weiß es nicht. Hier kann man echt psychologisch spielen. Guckt mir zu, wie ich was sage. Und ihr könnt dann gucken, ob ich, keine Ahnung, psychisch gestört bin. Freuds Traumdeutung oder so. Was ist das? Das sieht aus wie ein... Untergangshund. Keine Ahnung. Ich kann das... Wow. Ein Dämon. Ganz klar ein Dämon. Aber ein menschlicher Dämon. Okay. Mein Kopf. Oh. Oder das. Oh. Oder das. Oder das. Oder dieser Mann. Dieser Mann wie er da. Und so. Wow. Vergeht die Zeit aber schnell. Und dieser Spiraldings und wir gehen hier rein. When you absorb your surroundings, you may notice things that you didn't see before. Das. Okay. Gehen wir einfach mal hier lang. So bunt es auch sein mag. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind da angekommen, wo wir vorher schon waren. Hier sind wir auch wieder, ne? Also, ich gehe hier rein. Dann gehe ich um die Ecke. Und ich bin wieder an derselben Stelle. Dann gehe ich geradeaus. Gehe hier rein. Und damit sind wir wahrscheinlich wieder an derselben Stelle. Und ich gehe hier raus. Und sind wieder an derselben Stelle. Absolut. Sind wieder an derselben Stelle. Rein. Rein. Da nicht. Geradeaus. Rein.
rein. Rein. Sind wieder da. Ja, absolut. Okay, wir müssen uns instinktiv einfach den Weg nehmen. Ja, sehr gut. Ah, einfach. Boah, das ist so ein Spiel da. Nein, ich weiß nicht. Gehirnmatsche. Ich weiß nicht. Ah, das ist so cool. Ah, macht eure Gehirne kaputt und denkt ganz anders. Löst euren Geist und entfesselt diesen. Ah, bin ich mal wieder motiviert. If you never stop trying, you will get there eventually. Ich möchte noch so kurz anmerken, ja Leute, ich habe in den letzten 3 Tagen nichts gemacht. Ich bin momentan unregelmäßig. Verzeiht mir. Ich habe meine letzte Schulwoche und es war 2-3 Mal schönes Wetter. Ich musste weg. Da konnte ich nicht hochladen. Leute, schönes Wetter. Schönes Wetter. Dann guckt, keine Ahnung, wenn morgen die Sonne scheint, oder heute meine ich, dann geht jetzt raus. Guckt nicht dieses Video, obwohl es schon fast zu Ende ist. Denn kann man nicht machen. Ich meine, bei schönem Wetter kann man nicht zu Hause sitzen. Egal, ob ihr mich mögt oder nicht. Okay. Some choices can leave us running around in circles. Dann werden wir jetzt mal die ganze Zeit hier im Kreis laufen. Wahrscheinlich will der uns nur verarschen und es passiert nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man hartnäckig ist, das trotzdem irgendwie schafft. Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Ja, aber ich komm noch von hier. Ah, Mann. So, rückwärts laufen. So, ganz einfach. Dann sind wir hier. Ah, grün, das hatten wir noch nicht. Aber, wow. Wow. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir brauchen noch unbedingt diese eine Waffe oder was das ist. Wir müssen da rankommen. Unbedingt, komme was wolle. Wir müssen da hinkommen. Nur ich habe keine Ahnung wie. Okay. Das hier ist ein besonderer Abschnitt. Hier muss irgendwo was sein. Ich muss ihn mir merken. Aber ich weiß nicht, was hier ist. Hier ist auch wieder so eigenartig. Hä? Das hat man vorher nicht gesehen. Vorher war hier alles dunkel. Ich weiß, wie ich es mache. Einfach rückwärts gehen. Einfach auf den Punkt gehen und rückwärts. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Nein, Leute. Nein. Wie geil. Ah. Oh, genial. Ah, oh, ist das schön. Ah. Oh. Leute, ich finde das geil. Ich feier's. Oh, sagt mir unbedingt, wie findet ihr dieses Spiel? Wie findet ihr dieses Design? Wie findet ihr mich dazu? Wie findet ihr eure Eltern? Und wie findet ihr meine Omi? Naja, mit diesen Fragen verlasse ich euch. Laurin, Lolf, Aka, ruhig. Ich bin zu blöd für Namen. Over und out. Krische, 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 ich bin Funk Royal Fan, man merkt es, ich bin ein Faker.